Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Guild Wars 2. Und ja, ich habe einen Gast dabei, und zwar die Mizukani. Hallo! Lang, lang ist her, ne? Ja, lang, lang Hier ist bald. Her, seit Walking Dead und so vor ein paar Monaten. Ja, hier ist gerade übrigens ein Event und die Mizukani hat noch nie Guild Wars gespielt. Deswegen sind wir jetzt mal gespannt. Aber wir machen jetzt erstmal die Banditen fertig und werden an dem Event teilnehmen und dann werdet ihr auch mal sehen, was so ein Event ist. Wir müssen jetzt 3 von 10 Banditenwellen besiegen. Heißt einfach, die Banditen aufhalten hier. Oh, und ich habe unterschiedliche tägliche Tötungen geschafft. Es gibt hier nämlich so tägliche Aufgaben, die man immer machen kann. Wenn du davon 5 fertig hast, dann kriegst du eine, da kriegst du einen Erfolg und so. Und da kriegst du Belohnung und so. Und, vielleicht hätte ich dein erstes Video gucken sollen. Ja, hättest du vielleicht machen sollen. Ich check grad gar nichts. Kriegst du noch mit im Laufe des Spiels. Dann... Ja, täglicher Sammler habe ich im Moment auf 20%. Ein Werkzeug zu haben, das wir, glaube ich, irgendwann, ich glaube, bei Stufe 4 in der K. Ah, ich spoiler schon zu viel. Da können wir auch täglicher Sammler fertig machen. Ich habe heute noch nicht so viel gespielt. Außer die Gildenmission vorhin, wo ich übrigens nicht aufgenommen habe, hätte ich machen können. Mensch, bin ich blöd. So, aber jetzt erstmal auf die Banditen hier. Bam! Und hier mal, da sind 2, die können wir blenden. Bam. Blendgranaten? Ja, das ist so ein Blendschuss, also ein Elektroschuss. Warte, hier kann man nochmal vorlesen. Statischer Schuss, gibt einen Blitzschuss ab, der nachher dann mehrere Gegner trifft, die blendet und verwirrt. Ja, wir haben noch ein Schweißgerät jetzt freigeschaltet. Entfesselt Flammen aus eurer Pistole, um Gegner brennen zuzufügen. Oh, geil, geil. Und da ist Blue Catherine und, was ist die eigentlich? Wächterin. Ihr scherzt, oder? Nein, ich scherze nicht. Nö. Und jetzt leckt gerade der scheiß drauf. Boom, und wollen wir mal das Schweißgerät ausprobieren? Bam! Feuerflammenwerfer. Und Zustandsschaden ist immer cool, sowas wie Brennen. Da, hier seht ihr Zustandsschaden bei den Gegnern. Und manche davon, zum Beispiel Blutung, kann man auch stacken, heißt, wenn man dann irgendwie, und maximal gibt es 25 Stacks, und wenn man da dann mal 25 Stacks draufgehauen hat, schwindet dem sein Leben wie blöd, ohne Spaß. Kann aber auch euch passieren, heißt, 25 Stacks Blutung sind nichts Schönes. Ja, Event war erfolgreich, wir haben jetzt Erfahrung bekommen und Karma und ein bisschen Geld. Yay, Keks aber, und Keks. Yay, jetzt habe ich auch noch einen Keks bekommen, cool. Die haben alle noch keine Gilden. Sehe ich die ganzen Spieler? Hinten dran wird ja immer die Gilde angezeigt. Heißt, Leute, die mich jetzt sehen, sehen hier hinten dran einfach mal Heal. So, das Herz haben wir schon gemacht. Ich würde sagen, wir wenden uns einfach mal einem anderen Herz zu. Und dazu gehen wir jetzt mal da vorne, denn da haben wir auch noch eine Wegmarke, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Und was ist eine Wegmarke? Eine Wegmarke, da kannst du dich hin teleportieren. Heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel auf die Map schauen und das laggt gerade sehr, aber das liegt nicht an Fraps, es liegt am Server. Liegt nicht an dir, nein. Nee, es liegt nicht an mir. Ich könnte mich jetzt zum Beispiel hier importen, würde 3 Kupfer kosten, also nicht wirklich viel, und dann wäre ich da direkt. Alter, Abzocker, Alter, wie in Real Life. Ja, aber die Portkosten sind nicht so, also... Irgendwann, wenn man sich wirklich von Gebiet zu Gebiet portet, kostet es um die... Also kann es schon mal bis zu 5 Silber kosten, aber das ist nicht viel, weil... Schau mal, ich habe hier 15 Gold und 30 Silber und sowas und das wird immer mehr und... Da hättest du dann aber nur noch 24. In diesem Kupferdinger. Ja, dann... Ja, komm. Ja, ganz so blöd bin ich auch nicht. Ja, komm. Ich kann auch rechnen. Du kannst rechnen? 30 minus 5 ist 24. 30 minus was? 5. 30 minus 5? Ja. Ist 5. Und 20. Ja, hä? Was verwirrst du? Na gut, westlicher Götter da bedeckt. Ja, sehr, ja, Wahnsinn. Ja, wir sind so unprofessionell, dass schon wieder professionell ist. Ja, wir sind echt professionell. Da oben ist auch ein Aussichtspunkt. Das hier sind zum Beispiel Aussichtspunkte. Die können wir jetzt auch, Den werden wir uns jetzt als allererstes mal holen, aber zuerst mal helfe ich dem Vorarbeiter Flannon, beseitigt die Felsstürze, Stoppflex findet und eliminiert Erdelementare und bekämpft andere Gefahren. Und ja, hier ist zum Beispiel so ein Leck, was wir jetzt stopfen. Tja, was er auch nicht Mensch, selber machen leckt. Kann. Alter, der soll was machen für sein Geld. Naja, wenn hier hilfsbereite Spieler sind, die irgendwie XP sammeln wollen, dann würde ich das, glaube ich, auch machen. Oh, und ich sehe gerade, da hat jemand einen Titel, Kampfheiler, den habe ich auch, den können wir gerade mal...
aktivieren, dann sehen das andere Spieler auch, dass ich schon was gemacht habe und dass ich hier kein Vollnoob bin. Mhm. So wie sonst. Ja, so wie sonst. Genau. Nein, nein, nein. Dieses Mal nicht. Ich fahre im Moment auch andere Titel, also ich bin noch an anderen Titeln dran. Zum Beispiel an Verliesmeister. Dafür muss man alle Verliese abgeschlossen haben, was eine Weile dauert. Aber, ja. Ja, wie gesagt, ansehen. Und da kriegen wir jetzt gleich eine schöne Kamerafahrt durchs Gelände, die wir uns gleich mal ansehen werden. Also ja. Ansehen. Und ich finde, die Guild Wars 2 Welt ist einfach so detailliert und so geil gemacht, dass man sowas muss man. Weißt du, das sieht einfach immer geil aus, das hier zum Beispiel. Es gibt noch wesentlich coolere Gegenden als Königinthal, finde ich. Aber Königinthal ist echt schön für den Anfang, wirklich. Es gibt auch hässliche Gegenden. Da muss das Intro jetzt kommen. Ja, dann, ja genau. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt das Herz noch fertig. Und was können wir hier zum Beispiel machen? Also wir können Erdelementare aufwecken, kleine. Hier zum Beispiel. So, bam. Und dem hauen wir mal Brennen drauf. Oh, und die greifen die Großen an. Dafür kriegen wir auch das Herz voll. Ja, und wie gesagt, die Herzen sind Quests. Und ja, wir müssen einfach alles machen, was ihr hier seht. Und dann haben wir ein Herz voll. Und dann kriegen wir eben auch unsere Erfahrungspunkte und eben unsere Belohnung übers Postfach. So, noch ein erwachender Elementar. Wollen wir auch mal... Ey, ihr seid so gemein. Die... machen gar nichts. Sie liegen da nur rum und schlafen. Total ich mach nur, was mir gesagt lieb. Von Vorarbeiter Flannon gesagt wurde. Der ist scheiße. Ja, das musste aber dann Vorarbeiter Flannon sagen. Warte, wo ist? Der ist da vorne. Da können wir gleich hingehen und da kannst du es ihm gerne persönlich sagen. Ja. Guck mal, so. Die liegen da so voll unschuldig und wir kommen einfach und greifen an. Ja, und das sind die Bösewichte, ne? Ja, das sind die Bösewichte. So, tut mir leid, ich will den Haufen glitzernden Staub nicht. Ich will dieses Leck hier stopfen und das Leck hier und gleich nochmal den Erdelementar aufwachen und nochmal auf den drauf gehen und den nochmal ein bisschen Brennen draufhauen und Gift hintereinander und so. Jetzt gerade liegt es an Fraps. Kann aber auch sein, dass... Ja, Fraps zeigt einfach nur die Framezahl an und wenn die vom Server einbricht, dann kann ich da auch nichts dafür. Tut mir also leid, wenn es laggt, dann... jeder schuld, nur nicht er. Ja, dann ist jeder schuld, nur nicht mich, genau. Nur nicht mich? Nur nicht ich. Das hab ich gesagt. Hab ich mich gesagt? Kannst du ja, nochmal kann angucken und dann kannst du sehen, ob es sich, dass ich dich gesagt habe. Ja. Ja. So. Da vorne ist Vorarbeiter Flannon übrigens gleich da oben. Dem kannst du es gerne persönlich ins Gesicht sagen. Effekt dich, du bist böse. Zuerst mal das Leck stopfen. So. Und ihr seht, man kriegt hier immer mehr Balken dazu und wenn der Balken dann fertig ist, müsstet ihr mittlerweile, denke ich, schon mitbekommen haben. Wenn nicht, dann seid ihr doof. Nein, Spaß. So wie du. Ja, genau. So wie ich. Hey, du bist hier voll der Böse. Vorarbeiter Flannon. Willst du es ihm persönlich sagen? Ja. Wow. Dieses... Du bist total... Ich sag es eben nicht, Vater. Das stellen wir nicht noch online. Ist es... Ja, sonst wird es noch ab 18 gemacht und so. Und das wollen wir ja nicht. Könnt Bam! Auch... Könnten auch ein Bild von deiner Mutter machen, das auch ab 18. Okay, und damit haben wir auch das Herz schon abgeschlossen und wir kriegen von dem noch 7 Kupfer und wir kriegen von ihm 49 Kupfer und klare Himmel, danke für eure Hilfe beim Damm. Seit ihr hier wart, habe ich nicht das kleinste Leck mehr entdecken können. Wenn ihr das Heldensein je satt haben solltet, kommt nur vorbei, so fähige Leute wie euch, kann ich immer... Ja, kannst du mal deinen Maul halten, Arbeiter, Alter? Kann ich immer brauchen. Vorarbeiter fällen und alles nehmen. So, Kiesel will ich nicht haben. Da oben ist jetzt zum Beispiel die Kupferader. Wenn wir jetzt das richtige Werkzeug dazu hätten, nicht eine Spitzhacke, könnten wir das abbauen und könnten was für unseren täglichen Sammler tun. Aber nö. Da vorne ist noch ein Herz. Dem widmen wir uns am besten auch gleich mal. Dafür müssen wir... Ja, ich muss mal kurz ins Bereich vom Herz gehen. Überprüft die fallenden feindliche Kreaturen und zerbrecht Lindwürmer. Tötet Lindwürmer und Skale. Tötet Lindwürmer und Skale im Ölfluss. Ja, Lindwürmer. Das hier sind Lindwürmer. Da vorne sind, glaube ich, auch noch, ja, ist nicht für wie uns. Ein Krokodil. Ja. Wie eine Mischung aus Krokodil und, Hässlichkeit. Ein Dino. Bam. Oh, hast du ein Land vor unserer Zeit gesehen? Ja. Oh, ja, so wie Littlefoot oder so hieß der. Littlefoot, Alter. Littlefoot. Ups. Ja. Okay. Oh, da kommt ein Landform raus, wenn wir die Langustenreusen öffnen. Egal. Wir müssen ja eh Lindwürmer töten und dann wird sich das ja nur anbieten. Davor, das sind auch junge Lindwürmer, wenn wir jetzt ein Waldläufer werden, könnten wir die zähmen, aber sind wir nicht. Boah, was bist du denn?
Ingenieur sind wir. Das bist du langweilig, ey. Als Ingenieur hätten wir ehrlich gesagt auch mal eine Asura ausprobieren können, aber nö. Ich wollte einen Mensch. Und wir haben unsere letzten Skill freigeschaltet, ist ein AOE, also sprich ein Area of irgendwas, also sprich ein Flächen. Du stirbst, bist schlecht. Ja, ich bin schlecht, das weiß ich selbst, danke. Bitte. So, klebriger Schuss haben wir freigeschaltet, ja. Ich sag mal nichts dazu. Überzieht den Zielbereich mit einer klebrigen Masse. Die Gegner beim Auftreffen bewegungsunfähig machten alle Gegner, die im Bereich bleiben, verkrüppelt. Immobilisieren. Oh geil, wir können jetzt immobilisieren, verkrüppeln. Eine Klebepfütze erstellen. Ja, ich lese jetzt nicht weiter. Ja, so wie bei dem Buch, wo ich dir vorgelesen habe. Genau so. Wie kann man mit 16 Jahren noch darüber lachen, wenn in einem Buch das Wort Würste vorkommt? Ich hab ja nicht über die Würste gelacht. Ich habe darüber gelacht, dass sie durch die Luft geflogen sind und zwischen die Beine von einem Pferd. Aber, ja. Du hast keine Ahnung. So, wir haben gerade ein Stück Wildfleisch bekommen. Das ist gute Literatur, ja. Okay. Ja, wir haben gerade ein Stück Wildfleisch bekommen. Wir werden später auch Berufe machen können und ich denke mal, wir werden uns als erstes dem Beruf Koch zu widmen, weil es echt einfach ist, den zu leveln. Und damit steigt man auch so Level, aber es ist auch echt einfach, den Beruf Koch zu leveln und dafür können wir es gebrauchen. Aber das werden wir jetzt erstmal ablegen in unsere Sammelgegenstände-Lager. Hier, so. Das ist nicht ein Sammelgegenstand und du bist mir gerade bei WASD im Weg. Wisst ihr? Ja, WASD. Lass mich doch mal was machen, ich langweile mich. Oh. Hier. Lauf mal dahin. Du läufst falsch. Aus diesem Grund lasse ich dich nichts machen. ja. Der wird bestimmt auch gar nicht wütend, wenn wir. Nein. Es sind ja nur seine Eier. Scheiß drauf. Hallo. Soll ich also, wenn mir einer meine Eier zerschießen würde, dann wäre ich aber sauer, du. Und Entmanns. Aber ja. Egal, ein anderer Mann mehr dazu. Wollen wir mal einen klebrigen Schuss probieren? Hier, ihr seht, das ist ein Flächenangriff. Oh, das sieht auch noch so... Wäh! Es ist gelblich, nicht weiß. Ich will nicht wissen, wie deins aussieht. Egal. Guck mich nicht so F durchsuchen. Ups, das wollte ich gar nicht. Will einer tauschen? Ich habe eine Stelle hier zu vergeben, neben dem da. Ja, du kannst ja weitermachen. Nö, mag ich nicht mehr. Ich guck mich lieber nebenbei im Spiegel an. Nein, Spaß. Ja, seine Geilheit. Ja. Da ist noch ein Lindwurm-Ei. Können wir auch noch zersteppern. So, und damit haben wir auch dieses Herz gemacht. Und können wir mal wieder in unsere Posteingang gucken. Von Fischer Travis. Guten Tag. Guten Tag. Wegen euch habe ich heute den ganzen Eimer Langusten fangen können. Das erscheint euch vielleicht nicht viel, aber die Lindwürmer und die Skala haben meinen Bruder und mir ja kaum was übrig gelassen. Aber dank eurer Hilfe wird jetzt alles besser. Für mich gehört ihr wirklich zu den Helden. Ja, nur weil wir ein paar Lindwürmer getötet haben. Alter, du hast gerade 21 Sekunden dafür gebraucht, um das zu lesen. Hast du auf die Stoppuhr geguckt? Nein, da oben. Ach so. Das Countdown, nämlich wie alt es schon ist. So. Ja, jetzt sind wir übrigens Stufe 3. Wir könnten schon unsere Story-Quest machen, aber ich sag einfach mal nö. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie die Porten funktioniert, obwohl ich jetzt hier viel Kupfer verschwende, aber scheiß drauf. Wir können uns einfach hier draufklicken, dann möchten wir dahin teleportieren. Ja, sonst hätte ich da nicht draufgeklickt. Also teleportieren. So, jetzt kommt ein kleiner Ladescreen und wir sind schon an der Wegmarke. Und ich bin übrigens noch in der Gruppe wegen der Gildenmission, sehe ich gerade. Ich gehe da mal raus. So. Freit den Obstgarten vorbei. Oh, das Spinnen-Event. Das ist cool. Oh, Spinnen? Ja, das ist cool. Man sieht, ich bin nicht so begeistert vom Guildwars bis jetzt. Nö. Aber scheiß drauf. So. Das hier ist zum Beispiel ein Waldläufer. Und der kann Fallen aufstellen. Ja, mir zum Beispiel. Es ist doch immer dasselbe. Nein, das ist nicht immer dasselbe. Guildwars ist verdammt abwechslungsreich. Du läufst die ganze Zeit rum und schießt auf irgendwelche Leute. Oder bekämpfst sie. Du spielst Sachen wie COD. Oder Battlefield. Oder sowas. Aber beschwerst dich darum, dass wir immer das gleiche machen? What? Wir haben übrigens Aufgaben. Ja, da habe ich auch die Aufgabe. Ja, was für eine Aufgabe? Komm, Story-Mode ist meistens kacke. Nein. Doch.
spiele den immer. Bin Leier. Nur weil du wie... Bäh. Ja, da sind die Spinnen natürlich ein bisschen sauer, wenn man denen ihre Eier zerquetscht. Ja. Aber damit müssen sie jetzt leben, denn Bäuerin Eda mag die nicht. Stell dir mal vor, die wird erst ein Ei zerquetscht und dann bist du auch noch umgebracht. Weil du dich beklagst. Ich glaube, wenn man ein Ei zerquetscht, das will ich nur noch sterben. Ich glaube, es könnte sehr wehtun. So, und damit wäre das Event auch geschafft. Und jetzt müssen wir die riesige Obstgartenspinne töten, die hier spawnt. Und dann kriegen wir gleich nochmal mehr XP. Richtig cool. So, ich mach mal gleich einen klebrigen Schuss und so. Und hau dir Brennen drauf. Jetzt hat sie Gift drauf, Brennen und 9 Stacks Blutung. 8, 9, egal. Gleich mal noch ein bisschen Gift draufhauen. Und nochmal blenden. Und nochmal Brennen draufhauen. So. Und damit ist sie auch schon down und ich habe meine Giftpfeile versemmelt. Aber scheiß drauf. Okay, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von dieser Folge von Guild Wars 2. In der nächsten Folge machen wir das Herz zu Ende. Weißt du, ob ich wieder dabei bin? Ja, erkunden weiter die Karte. Und vielleicht mit Mizukani, vielleicht schmeiß ich sie jetzt auch raus. Weiß nicht. Vielleicht habe ich auch was Besseres zu tun? Nö. Nee. Naja, gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.